Kann man noch ein K.O. rennen? Ja, ich habe nicht vergessen, dass wir da noch eine Radarfalle offen haben. Das mache ich noch. Viper, Pio und Blitz. Sorry. Im letzten Teil wollte ich mich jetzt nicht ins Mikro hauen. Und dann Kio weg. Ich weiß ab wie man raus. Das heißt, wir haben noch den Nikas hinter uns und den Kleber und den Kio. Ah, so schwer ist die Strecke nicht. Ist noch ein bisschen was zu länger, aber nicht so lang wie eben. Aber wir haben ja noch mal einen halben Raum mit vorne. Das habe ich auch noch nie geschafft. Direkt noch zwei Blacklist-Fahrer, dann haben wir alle Autos vorne. Immer alle Autos frei. Dann bist du deutlich weg von den beiden. Tja, das ist schon mal ein bisschen entspannender. Ich bin froh, dass ich das längste Rennen beim ersten Versuch geschafft habe. 10 Minuten. Haben wir das die Runde auch geschafft? Also nur noch eine Runde. Lucky X verabschiedet. Ich weiß aber gerade nicht, welcher Wagen das ist. Ich glaube, das ist der Clio. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch, wenn ich richtig im Kopf habe, bis die Eclipse hinter uns. Ich weiß jetzt, der wäre richtig am Arsch kleben und ich mag das eigentlich nicht. Das ist überhaupt nicht mein Fall, wenn ich ein Auto hinter mir die ganze Zeit gefahren habe. Das guck mal, gegen die Blacklist fahre, ist das auch scheiße. Wirklich die ganze Zeit an der Backe kleben. Wieder gemacht. Und zapp. Ohne Probleme. Nochmal 16.000 wieder auf unser Konto. Achtung, Küstenbezirk. Mögliche Code-6-Fahrzeuge wurden gemeldet. In Dann haben wir gerade keine mehr, weil die ja alle raus sind. Das ist gut. Damit haben wir auch das fünfte Rennen erledigt und wir haben jetzt noch sechs Rennen vor uns. Hui.
Ist noch ein bisschen was zu tun, also. Können wir jetzt mal die ganzen Mittelmalrennen wegfahren. Drei Runden. Fahren wir erstmal die hier. Kein Dragrennen. Ich bin mal gespannt, wann das nächste Dragrennen kommt. Weil die sind relativ easy abgearbeitet, aber das Problem ist einfach nur, dafür so kompliziert. Ich glaube, am nächsten oder übernächsten Blitzfahrer müssen wieder Rennen zurückgekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, die Rennmar, die Art von Rennmar. Ich meine, wir hätten es auch für diesen Radar in den Mautstein-Rennfahrer einbauen können. Wäre schön gewesen. Aber gut, kann man nicht haben. Wir müssen gucken, was vorgegeben wird. Sehr entspannend durch. Jetzt. Da, geil, das ist eine scharfe Kurve. Auch geschafft. Ein bisschen mehr angebremst, dann geht das schon. Erstmal ein Teilstück. Schnellstraße, hier rechts. Jetzt aber auch nochmal gleich die nächste Maustelle kommt da unten, würde ich sagen. Und dann mal locker, locker, unter der letzten Angst. Ich glaube, ich noch keine Maustelle wiederholen. Wenn dieses Let's Plays. Hat ja aber einige andere Rennen. Jetzt wollen wir noch mal ein K.O. rumrennen. Ich fahre jetzt mal die ganzen Minimal-Dinger. Dann habe ich sie zumindest von dem. Nur noch vier davon brennen danach, die wir auf Maximum fahren müssen. Wir wollen jetzt quasi so lang, wenn wir mal noch das Kopfgeld wagen und dann haben wir schon die guten JD vor uns. Aber den könntet ihr theoretisch auch beim Serienauto schaffen. Die Gegner passen sich normalerweise euren Fahrzeugen an, also je nachdem, was ihr fahrt, fahren die Gegner jedenfalls mit der gleichen Leistung, damit es fair bleibt. Wie gesagt, ihr könntet die Blacklist fahren ohne Computer. Ich glaube, ich habe das komplett mit Computer geschafft. Ich habe es auch nicht probiert, weil es mir nochmal langweilig ist, weil ich meine Autos gerne mit sich. Aber. Alter, Drecks-DC. Ich lange im Weg eigentlich, aber welche Kurve ich bekomme. Fast geschafft. Ja, ich weiß, es ist noch 10 Sekunden. Ohne Probleme. Und jetzt geht es wahrscheinlich hier gleich den Berg wieder hoch, weil damals, glaube ich, das Ziel hatten, wo Earl war, hinten am Mountainbender, oder? Ja, viel ist es aber jetzt auch nicht mehr. Dort, ja. Ja, ich weiß. Zeit läuft runter, aber das ist nicht schlimm. Ja, komm, mit 6 Sekunden. Hier, mit 6 Sekunden volle Zeit jetzt hier. Reicht. Achtung, alle Einheiten. Ein Verkehrsteilnehmer meldet einen gefährlichen Fahrer, der ihn fast von der Straße gedrängt hat. Der Verdächtige. Gut, das haben wir dann auch erledigt. Jetzt haben wir eigentlich fast das Geld fast in den Lambo noch pumpen. Von der Leistung habe ich, glaube ich, warte sogar noch. Ich warte sogar noch ein bisschen. Sollen wir erstmal die Rennen fahren. So, wie bleiben wir denn überhaupt noch an Minimumrennen? Eins. Brunkorb. Zwei müssen.
noch. Dann fahre ich das noch zuerst hier, dann habe ich das zumindest hoffentlich von der Backe danach. Das wird lang genug dauern. Ja, und dann sieht's auch. Das heißt, es sind jetzt auch 4 Rennen, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Gut. Alle da gekommen. Aber so könnte es funktionieren. Ja, aber die schönen Bäume weg, also die sind uns zurückgefallen. Oh, diese Pfosten sind immer ganz, ganz gut. Wenn man aber noch mal mitgeht. Wer so meine Folgen verfolgt hat von den beiden letzten Blätten des Fahrrads, bei den Kopfhörern, bei den Meilensteinen und so, der weiß ja, was so meine Verkehr. Weil wenn er den die ganze Zeit rumfahrt oder so, das ist das Einfachste. Das habe ich halt bei dem Display gesehen, dass ich mir das Display nochmal eingezogen habe, beim anderen Display. Und ja, da habe ich am einfachsten. Das ging dann relativ fix. Das war da ein bisschen langweilig, wenn du die ganze Zeit nur im Kreis wärst, oh mein Gott. Scheiß drauf, da sind die Tipps da. Ist ja nicht verboten, noch was nachzumachen, oder? Ich habe das jetzt selber nochmal in einem anderen Schuh geguckt und der ist dann. Moment. Ah, der fährt auch da. Ja, ja, träumt weiter. Ja, genau, ich hatte es bei dem anderen letzten Jahr schon gehabt. Der meinte, der ist das denn bei dem. Mit seiner Bushaltestelle, wo die Bushaltestelle ist, da mal gefahren. Funktioniert genauso. Auch in der letzten Folge habe ich mich da oben hingestellt und habe dann gewartet, bis die Zeit runtergelaufen ist, weil der Flugbalken voll war. Funktioniert ebenfalls. Mein Gott, es gibt so viele Wege hier, von den Kopf wegzukommen. Mal gucken, wir das jetzt bei den nächsten Mal machen. Wir haben es dann auch noch 4 Mal zu tun. Schön, dass ich mir das erste Mal in der letzten Runde, glaube ich, bei. Gott sei Dank. Ganz wichtig und fertig. Ist der TT? Ist der TT hinter uns Zeit? Ich weiß es nicht. Ist mir auch keine Zeit ziemlich egal. Ich kann auch keine Zeit zu gucken. Normalerweise müsste ich das an der Farbe ja sehen. Ah, den hat es schön erledigt. Schön an die Mauer zerlegt.
gerade da bei mir hängt. Fahr ich hier auch durch. Auch der auch. Und dann habe ich dieses Hassrennen hoffentlich nicht weg. Ja. Passt! Hui, das war alles andere als einfach. Gut, das haben wir dann auch geschafft. Sauber. Ab in den Unterschlupf und dann müsste ich eigentlich noch die Radarfalle von der Karte streichen. Das machen wir jetzt auch. Ich glaube, hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Meilensteine ziehen wir. Einen hier noch. 300 km/h müssen wir dann noch draufkriegen. Mache ich das mit dem Lambo? Der Wagen, der packt auf jeden Fall die 300. Ich will das Ding weghaben, dann habe ich das zumindest von der Backe. Der, glaube ich, der Transporter nicht gewesen, hätten wir es wahrscheinlich sogar geschafft. Die 280 hatten wir fast drauf. Das heißt, wir müssen es nochmal machen. Wieder Ding runterhaben. Dann auch wieder ein paar, also nochmal eben wieder 60.000 Kopfgeld, die wir oben drauf haben. Die uns dann beim nächsten Mal fehlen sollten. Oh, 280. Puh. Das wird er auch irgendwo noch schaffen. Manche haben wir mal noch. Komm nur auf Ronny. Sorry. Golf, 15. Ich erinnere ganz am Anfang.